Ich nehme die Wahl an. Warum tust du denn sowas? Saskia, nimmst du die Wahl an? Sehr, sehr gerne. Klar, wenn du schon auf der Titanic fährst, dann stellst du am besten auch noch Heinblöd ans Steuer. Hi, mein Name ist Peter Frahm und heute machen wir mal ein kleines Update zum schleichenden oder vielleicht auch nicht so schleichenden Tod der SPD. Denn vor anderthalb Jahren habe ich ein Video drüber gemacht namens 5 Gründe, warum die SPD untergehen wird. Zieht's euch gerne nochmal genüsslich rein, denn ich behaupte, es ist aktueller denn je, weil sich von diesen 5 Punkten hier aus dem alten Video nicht nur nichts verbessert hat, sondern weil es genauso weitergegangen und sogar noch schlimmer geworden ist. Und jetzt wird also das nächste kompetente Führungsduo, Willi von Biene Maja und Mrs. Doubtfire, auf die Menschheit losgelassen. Und dadurch wird sich natürlich mal wieder einiges zum Positiven ändern. Okay, ich lasse das einfach mal so stehen. Und so nett die beiden auch sein mögen, mir zum Beispiel kommen die relativ sympathisch vor, aber so wenig Charisma und Power haben die auch. Und vor allem auch maximal den Charme von Wurstwassereis. Und der allererste Gedanke, wirklich in der ersten Sekunde, als ich die beiden gesehen habe, war Schwäche. Das ist wahrscheinlich das schönste Kompliment meines Lebens. Ja, so sieht Macht aus, so sieht Konsequenz aus, so sieht cleveres Verhandlungsgeschick und vor allem natürlich hartes Durchgreifen in Sachen Kriminalität aus. Und da kann man sich, denke ich, sicher sein, dass Deutschland mit so einer Führungsriege die nächsten 30, 40 Jahre mindestens mal in guten Händen wäre. Das ist ja wunderbar. Und das ist ja genau der wichtigste Kernpunkt aus meinem alten Video, wo ich meines Erachtens ganz gut erkläre, dass und warum dieser Punkt drastisch unterschätzt wird in der Politik, plus die dummen Jurassic Park Witzchen und Vergleiche, die ich noch dazu anstelle, ja, zieht's euch rein. Aber genau in diese Kerbe schlägt's wieder und das ist wahrscheinlich genau das, was der SPD noch gefehlt hat zum Angreifen der 5% Hürde nach unten hin. Und wie gesagt, so sympathisch und nett wie die beiden auch durchaus sein mögen, die SPD ist weit über diesen Punkt hinaus, dass sowas reicht, wie der ist ja ganz nett, der ist ja ganz sympathisch. Und ich behaupte, die SPD ist auch ganz kurz davor, über den Punkt hinaus zu sein, dass sogar gute Inhalte was bewirken können. Und bei vielen Kommentatoren habe ich dann auch noch gelesen, ja, die finde ich aber ganz gut, die würde ich wieder wählen. Und beim Kühnert auch, Mensch, das waren ja jetzt starke Worte. Und da hat man wieder Hoffnung und den würde ich wählen und da geht es wieder aufwärts mit der SPD. Aber ich persönlich sehe das überhaupt nicht, denn in der Politik wird ja schon immer viel gelabert, aber getan wird eben oft relativ wenig. Und gerade in dem Punkt ist die SPD Spitzenreiter in den letzten Jahren. Und diese ganzen vierteljährlichen Neuerfindungen und jetzt wird alles anders und jetzt fangen wir nochmal ganz neu an, das ist einfach irgendwann nicht mehr glaubhaft. Ihr wisst, dass es so ist. Deshalb mal hier 3 Ideen, wie man die SPD noch retten könnte, beziehungsweise von der 5%-Hürde verschonen könnte. Und zwar wäre die Lösung 1, sich in Zukunft in Sonstige umzubenennen, damit es von den Prozentzahlen her nicht ganz so bitter wird. Nicht ganz ernst gemeint, logischerweise. Lösung 2 wäre, das ganze Ding einzustampfen, den Laden dicht zu machen, alle rausschmeißen, die in den letzten 20 oder 30 Jahren auch nur irgendwas zu sagen oder Verantwortung hatten in dieser Partei und das Ganze unter neuem Namen neu aufsetzen, neu gründen und mit neuen, vernünftigen Leuten gut anfangen. Da ist die Frage, inwiefern das eine Rettung der SPD wäre, wenn man den Laden dicht macht. Von daher auch nicht so ganz bierernst gemeint. Und die dritte Lösung, die meines Erachtens die einzige Lösung ist, die möglich wäre, aber, sage ich auch dazu, meines Erachtens nicht realistisch ist, ist, dass sie jemanden irgendwo ausgraben und an die Spitze setzen, der wirklich was drauf hat. Und ich behaupte, dass wir schon so nah am Point of No Return für den kompletten Zerfall der SPD wirklich mit 5% Hürde irgendwann sind, dass es da auch nicht reicht, einen vernünftigen Typ oder eine vernünftige Frau mit guten Inhalten und ein bisschen Redetalent und ein bisschen Charisma hinzustellen, sondern um den Karren wirklich nochmal aus dem Dreck zu ziehen, müsste da meiner Auffassung nach ein richtiger Rockstar auftauchen. Und zwar wirklich ohne Quatsch mit allem, was dazugehört, es müsste ein richtiger Lebemann sein. 1,80 würde auch nicht reichen, der müsste dann 1,90 sein, der müsste gut aussehen, der müsste gut labern können, der müsste Hobbys haben, der müsste eine schöne Frau an seiner Seite haben oder vielleicht sogar Single sein und schöne Frauen an seiner Seite haben und Gerüchte und Ex-Model und was weiß ich was an der Backe haben und mit den Medien klarkommen und ein smarter Mistkerl müsste sein und witzig und humorvoll und talentiert und schlagfertig und männlich und charismatisch und klare Aussagen müsste treffen können und den Political Correctness Quatsch sein lassen. Also praktisch der Typ sein, der Christian Lindner immer gerne wäre.
oder eben das weibliche Pendant dazu, das heißt eine heiße, etwas jüngere Frau, die einfach alles kann und im Politik-Business auffällt wie so ein bunter Hund, weil sie halt überhaupt nicht so wirkt, überhaupt nicht so aussieht und völlig anders drauf ist und trotzdem einfach alles kann, wie so eine Real-Life-Wonder Woman sozusagen. So ein bisschen wie Tulsi Gabbard in den USA momentan. Was natürlich hier im etwas spießigeren Deutschland dann noch mehr reinhauen würde als in den USA, wo das nicht ganz so verrückt ist, dass man eine junge, attraktive Frau hat, die dann ordentlich was auf dem Kasten hat. Und da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber warum denn so oberflächlichen Kram? Wieso muss er denn jetzt 1,90 sein statt 1,80 und ein Rockstar sein? Oder warum muss sie ein Rockstar sein? Was sind das denn für oberflächliche Dinger? Sowas hat doch in der Politik nichts verloren. Da geht's doch um Inhalte. Und ich habe auch in den letzten Tagen verschiedene Videos zu dem Thema gesehen, wo dann diskutiert wurde, wie sind denn jetzt die Inhalte von Saskia Esken und von... Wie heißt er? Norbert Walter Borjans? Naja, die sind ja schon ein bisschen linker als die anderen und ganz gute Inhalte. Und hier zum Gesundheitssystem sagen sie dies und zur GroKo sagen sie das und das. Das ist ja ein Hoffnungsschimmer. Das ist ja inhaltlich schon gut und stark und bla. Aber ich behaupte, wie gesagt, die SPD ist an dem Punkt, wo dieses ganze Politikgefasel nicht mehr zieht, nicht mehr funktioniert, auch nicht mehr wirklich relevant ist, weil es nicht mehr wirklich um Politik geht, sondern weil die SPD mittlerweile zu sowas wie einem psychologischen Spezialfall geworden ist oder Härtefall geworden ist. Und deshalb kannst du da mit regulären politischen Mitteln, wie der ist ganz sympathisch und hat ganz gute Inhalte, mittlerweile auch nichts mehr aus dem Dreck reißen, sondern da müsste jetzt wirklich um kurz vor 12 eine absolute Revolution passieren und das halt in Form von wirklich einem neuen Messias, wie sie es beim Schulz ja auch gesagt haben, aber diesmal wirklich einer, der was drauf hat. Und weil es sowas von kurz vor 12 ist, muss der halt fast schon übernatürlich was drauf haben, damit das ganze Ding noch funktionieren könnte. Und wie realistisch diese dritte Option ist, könnt ihr euch ja selbst ausrechnen, dass so einer jetzt auf einmal bei der SPD auftauchen wird. Vorher wird wahrscheinlich irgendein Roboter erfunden, der charismatischer und lockerer und vertrauenswürdiger ist als die beiden hier und Martin Schulz zusammen. Und von daher prognostiziere ich nach wie vor auf kurz- bis mittelfristige Sicht den Zerfall der SPD oder dass es zumindest stark weiter in Richtung 5%-Hürde geht oder wenn es ganz besonders schlimm läuft, dass die sich irgendwann von unten angeguckt werden muss. Also mein Fazit bzw. meine Prognose ist, dass das der nächste Griff ins Klo war und dass die einzige Chance auf Rettung ist, dass James Bond auf einmal auftaucht und in die SPD eintritt oder eben Wonder Woman oder beide zusammen und die ziehen dann den Karren wieder aus dem Dreck raus. Und ansonsten wird's finster. Und mal gucken, ob diese Prognose diesmal wieder stimmt oder nicht. Ja, gerne mal eure Meinung dazu rein kommentieren, wie ihr das Ganze seht. Und dann sehen wir uns entweder in einem der nächsten Seminare, Links dazu wie immer unten in der Beschreibung, oder im nächsten YouTube-Video oder natürlich im Next Level Forum. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Und jetzt wird also das neue Führungspaar Willi von Biene Maya und Mrs. Doubtfire auf die Menschheit losgelassen. Und jetzt wird also das nächste kompetente Führungsduo, Willi von Biene Maya und Mrs. Doubtfire, auf die Menschheit losgelassen.